Heute wird es für mich wieder einmal richtig heiß und auch süß, denn ich bin zu Gast bei den Hannies, einer Cheerleader-Gruppe aus Wiener Neustadt. Und ob die mich vielleicht als Mitglied brauchen können, das werde ich jetzt bei einem Probetraining in Erfahrung bringen. Drücken Sie mir die Daumen. Bevor sich Michael als Cheerleader versucht, lässt er sich noch von der Trainerin der Gruppe instruieren und sich die Faszination Cheerleading näher bringen. Ja, vielen Dank, dass wir in eure Trainingssession so reinplatzen dürfen. Sag mal, was ist denn das Spannende, das Faszinierende an der Sportart Cheerleading? Also das Coole ist eigentlich der Mix aus verschiedenen Tanzstilen. Wir haben da alles dabei, von Jazz, eben Cheerdance, das ist ziemlich zackig und schnell, Ballettelemente, Hip-Hop, alles Mögliche wird da vermischt. Dann haben wir auch noch akrobatische Elemente, wir haben Pyramiden, wir haben Sprünge, wir haben Spagat, Räder, also man kann hier alles mischen und ziemlich abwechslungsreich arbeiten. Wie verbreitet ist denn diese Sportart in Österreich, beziehungsweise warum kommt man gerade in Österreich auf die Idee, Cheerleader zu werden? Also wir haben begonnen im Jahr 2000, unser Verein, und da war es noch ziemlich klein, in den letzten Jahren ist es schon gewachsen. Es ist aber natürlich schon anspruchsvoll, wenn man recht viel können muss, aber natürlich mit Amerika ist es noch nicht zu vergleichen, aber auf jeden Fall im Wachsen. Wird man eigentlich reich mit dieser Sportart? Kann man damit Geld verdienen? Also ich glaube, reich wird man nicht, aber es ist, man kann natürlich was verdienen. Es ist sozusagen eine Belohnung. Man macht, was einen Spaß macht, Sport, bekommt ein bisschen was dafür. Aber wenn man die ganzen Aufwendungen hat, eben Trainingszeiten, Fahrzeiten, Kostüme, da kommt extrem viel zusammen. Ja, bleibt unterm Strich nicht so viel übrig. Du hast es vorhin schon angesprochen, ein paar körperliche Voraussetzungen sollte man wohl mitbringen. Welche wären denn das idealerweise? Ja, man sollte sportlich sein, also man muss jetzt kein Supersportler sein, aber schon motiviert sein, da auch regelmäßig was zu tun, eine gewisse Kondition haben. Ob man jetzt klein oder groß ist, ist im Prinzip egal. Es hat dann jeder seine verschiedenen Parts, wenn man zum Beispiel in den Pyramiden sind. Und das Wichtigste ist der Spaß am Tanzen, Ehrgeiz, Fleiß braucht man natürlich und ja, eine gewisse Dehnbarkeit oder ein Wille, das zu erlernen. Genau diesen Willen hat unser Redakteur. Unter professioneller Anleitung will er sich, umgeben von jungen Damen, zu einem echten Cheerleader mausern. Dabei ist aller Anfang schwer. Da wird man schwindelig beim Zuschauen. Wie soll man das merken? Gut, dann doch jeder Schritt einzeln. Okay, also du schaust deine Faust hinein, genau. Jetzt schaust du in die Höhe, lass deine Hand vom Gesicht, genau. Schaust auf die Seite. Mit Faust? Mit der Faust, ja. Und jetzt geht die Hand runter und du schaust auch wieder runter. Ja, aber so nach vor wie die Vicky. Da war was. Na, no, Coach, ja. Was sagst du? Das waren die ersten 4 Sekunden. Tatsächlich? Von 3 Minuten. Ja, aber das war der ganze Tanz, oder? Wie lange dauert so ein Tanz? 3 Minuten. Für den Anfang nicht schlecht, was Michael da fabriziert. Doch zur Perfektion ist es noch ein weiter Weg. Schließlich traten und treten die Hannies bei ansehnlichen Events und Sportveranstaltungen auf, wie die Trainerin zu berichten weiß. Wir waren am Wachau-Marathon, wir waren beim Futsal-Europacup hier in Wiener Neustadt, wir waren 2 oder 3 Mal auf Docel X X-Jam mit in Tunesien, in der Türkei und auf Spring-Jam in Kroatien, das war sehr toll, da waren wir mehrere Wochen dort im Einsatz. Und weiter geht die Training-Session. Jetzt einmal doppelt so schnell mit Musik. Ich hab den Schuss. Aufgenommen bei uns und dir ist ein Talent verloren gegangen. Und Sie haben es gehört, liebe Zuseher. Ich bin ab jetzt ein echtes Honey.